das reicht, Florian. So, jetzt noch ein paar Kastanien. Ja, okay. Ja. Und zwar ganz, ganz viele. Weil morgen Weihnachten ist. Aber die Tiere wissen doch gar nicht, wann Weihnachten ist. Ach, und warum nicht? Weil die keinen Adventskalender haben. Doch, Florian. Die haben schon einen Adventskalender. Weißt du, das sind die Sterne am Himmel. Und wenn der hellste von ihnen, wenn der da über dieser ganz großen Tanne steht, dann wissen die Tiere, dass Weihnachten ist. Und das Christkind, das kommt immer zuallererst zu den Tieren und dann fragt es, na, wie waren denn die Menschen zu dir dieses Jahr? Waren sie gut oder waren sie böse? Und dann antworten die Tiere darauf. Aber die Tiere können doch gar nicht reden. Doch, zu Weihnachten können die das und verstehen können sie die Menschen auch. Frag mal Oma Hertha. So. Geh schon rein. Auf. Oma, Oma. Der Papi sagt, zu Weihnachten können Tiere sprechen und alles verstehen. Aber natürlich, mein Florian. Auch Huschi und Eika? Was meinst du, Vinzenz? Ja, Weihnachten ist alles möglich. Aber nur, wenn du ganz lieb zu Wuschel und Eika bist. Und was sag ich, wenn das Christkind es den beiden erlaubt. So, Florian ist lauf ins Haus und sagt, die Oma kommt gleich, ja? Lauf schön. Tja, und wo ist jetzt der Baum? Da drüben im Schuppen. Aha. Wann gibt's den Kaffee? Vinzenz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Komm. So. Zieh deine Stiefel aus und deine Hausschuhe, okay? Wie sollen wir denn mit allem fertig werden, bis Susanna kommt, wenn die Drans immer zwischen den Beinen herumlaufen? Hey, Florian! Lass uns auch welche übrig! Kommt, meine Bitte, kommt! Kommt, meine Bitte, kommt! Was ist mit dem los? Soll dir helfen? Ja, ja, sollst du auch. Komm, halt mal den Baum, bitte. Ach so, ich verstehe schon. Wegen letztem Jahr. Was kann ich dafür, dass der Baum schief war? Oh, ja, nachdem du ihn bearbeitet hattest. Ne? Ach komm, Vinzenz, komm, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Bin doch froh, dass du mir hilfst. Hier. Ja, sehr gut. Der Tisch muss raus. Moment. So, stell ihn gleich da irgendwo hin, vorläufig. Ach, der Stuhl muss aber auch raus. Mann, Oma. Der steht doch schon immer da. Ja, aber so ein schöner Baum braucht eben seinen Platz. So. Ah, ja, und die Bank muss natürlich auch weg. Oh. Wo ist denn eigentlich Florian? In der Diele. Hörst du nicht? Seitdem er mit Papa zurück ist, redet er mit Eika und Wuschel. Der spinnt doch total. Ach komm. Der Papa hat ihm das alte Märchen erzählt, dass zu Weihnachten die Tiere die Menschen verstehen und auch selbst reden können. Und die sagen dann dem Christkind, wer gut zu ihnen war. Hm? Magst du nicht doch einen Keks, Eika? Nur einen.
weiß schon, der Papa erlaubt es nicht. Arme Eiger. Schau, dem Wuschel tut es auch leid. Soll er dem Christkind sagen, dass ich dir Kekse geben wollte, Wuschel? Na, Florian, hast du schon deinen Schlafanzug eingepackt? Du schläfst doch heute bei uns auf dem Schloss. Müsst hier noch einen Millimeter wegnehmen. Schief. Am Anfang war er noch gerade, bevor du ihn bearbeitet hast. Vinzenz. Nicht die Nerven verlieren, Martin. Bis morgen ist noch viel Zeit. Hauptsache, wir versäumen nicht die Weihnachtsansprache von Eiger und Uschel. Vinzenz, kommst du jetzt bitte? Ich habe ja noch eine Menge zu tun. Florian ist schon angezogen. Was sind wir beim Kaffee? Den trinken wir doch im Schloss. Ich danke euch schön, dass ihr den Florian übernehmt. Unser Christkind Susanna kommt nämlich bald mit den Geschenken. Das schaffst du alleine. Du Papa? Mhm. Ich müsste morgen Vormittag noch mal kurz weg. Ich auch. Habt ihr für den Papa ein Geschenk vergessen? Ja, sogar bei mir war das ganz genauso. Aber erst wird der Baum geschmückt, ja? Okay. Hallo, ich bin's. Hallo, Susanna. Oh, der Weihnachtsmann kommt. Grüß dich. Entschuldigt, dass es so spät geworden ist. Aber in der Apotheke war heute der Teufel los. Hallo, Susanna. Grüß euch. Ach, alles schon fertig. Wunderbar. Nein, Finger weg. Geheimnisse, Geheimnisse. Ab sofort gilt für unser Schlafzimmer Zutritt verboten. Danke. Der Engel stellte den Christbaum auf und verschwand. Thomas behielt den Stern fest in seiner Hand und erzählte den Eltern, was das Christkind ihm gesagt hatte. Ihr könnt euch wohl denken, dass dies das schönste Weihnachtsfest war, das die Familie je erlebt hatte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Danke, liebe Frau Bieler. Gern geschehen, lieber Herr Bieler. So, mein lieber Herr Florian, jetzt gehen wir noch schön ins Bettchen. Einmal noch und dann aber. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach, heißer Gott ist bei uns da. Ist das mein Weihnachtsgeschenk für dich? Nein, das ist für Andrea. Was ist denn das alles? Na, die Weihnachtsgeschenke. Was denn so viel? Also, ich weiß nicht. Da nimmt man sich jedes Jahr vor, diesmal keine Geschenkorgien zu veranstalten. Und trotzdem wird den Kindern dann immer wieder jeder Wunsch erfüllt. Das kann doch nicht der Sinn des Weihnachtsfestes sein. Natürlich ist das nicht der Sinn, Martin. Aber du, wenn wir wirklich jeden Wunsch erfüllt hätten, dann müssten wir die Bescherung im Hof machen. Das sind doch nur die kleinen Wünsche. Und in jedem Päckchen ist ein bisschen Liebe. Und am liebsten wird ausgepackt. Na klar. Und deine glücklichen Augen waren für deine Eltern ganz sicher die größte Weihnachtsfreude. Du, am meisten erinnere ich mich an den bunten Weihnachtsteller mit den Zimtsternen obendrauf. Und der war nicht eingepackt. Und ich habe meine größte Erinnerung
an meine ersten Ballettschuhe. Rosa-rot. Und die waren eingepackt. Weißt du, was das Wichtigste war? Das war der Weihnachtsbaum. Mit den flackernden Kerzen. Das war der Geruch nach Tanne und nach Wachs. Und für mich war das Wichtigste das Weihnachtsmärchen, das meine Mutter vor der Bescherung immer vorgelesen hat. Aber dann waren es die Geschenke. So, ich glaube, Vinzenz hat recht. Es geht nichts über einen geraden Stamm beim Weihnachtsbaum. Ja, ein Hoch auf Vinzenz. Komm, ich helfe dir. Gebt ihr mir mal die erste Kugel, bitte. Danke. Die nächste, bitte. Ich glaube, ich spinne. Sie hat genau verstanden, was du gesagt hast, Papa. Zu Weihnachten können Tiere alles verstehen. Ja, natürlich. Oh, Reika. Aus. Ja, das habt ihr ihr beigebracht. Nein, Papa, das haben wir nicht beigebracht. Das macht die von ganz alleine. Schau. Nicht mit eigenen Augen sehen würde. Das glaubt uns keiner. Mensch, Weihnachten fängt ja toll an. Den Weihnachtsbaum geschmückt. Grüß hallo, dich, Susanna. Grüß dich. Papa, schön, dass du schon da bist. Was hat Eika gemacht? Ja, sie hilft uns beim Weihnachtsbaum schmücken. Ach komm. Wirklich? Ja. Also, wenn du das nicht glaubst, ich zeig's dir. Komm, Eika, komm. Jetzt enttäusch mich nicht. Die nächste Kugel, bitte. Das habt ihr ihr doch beigebracht. Nein, wirklich nicht. Das hat sie von ganz alleine gemacht. Brav, Eika. Aus. Mann, das ist ja ein Ding. So. Komm. Komm, Florian, lauf schon ins Haus, ja? Machst du mal auf, bitte? Ja. Gib mir die Tasche, die ich dir kapiert habe. Okay. Sagst du das bitte? Ja. Na, kleiner Bruder. Haben der Wuschel und die Eika schon mit dir gesprochen? Nein. Nicht? Aber es ist auch noch nicht ganz Weihnachten. Da musst du ein bisschen Geduld haben. Es wird schon noch. Der Wuschel versteht mich ja schon ein bisschen. Schau. Magst du einen Keks, Wuschel? Siehst du? Mhm. So. Danke dir. Weihnachten. Die ganze Familie vereint. Und wenn auch kein Fuß mehr auf den Boden passt. Also, mir fehlen zwei Paar Würst. Vielleicht, dass ich verzählt hat allein. Ah, ah. Bei sowas verzähle ich mich nicht. Schon gar nicht an Weihnachten. Herr Biele, Herr Biele. Eika, was hast du denn?
denn? Wo soll ich denn den Kranz aufhängen, den ich in München gemacht habe? Na, hier. Hier. Ist doch ein schöner Platz. Ich gehe noch mal eben hoch zu Martin, ob ich ihm was helfen kann. Okay. Hast du da irgendwas gesehen, Eike? Was hast du denn? Also gut, dann komme ich mit raus. Sind da Marder oder was? Ja, Eika, sofort. Sei doch nicht so ungeduldig. Was hast du denn? Das ist doch nichts, Eika. Nun komm wieder rein. Eika? Eika, bleib doch da! Eika, wo willst du denn hin? Ich krieg schon noch raus, wer sich über meine Würste hergemacht hat. Aber dann. Ach, Hertha, wir können doch zufrieden sein, wenn wir die schaffen, die noch da sind. Ach, Martin, sei doch so lieb und sag den anderen, wir essen bald. Und dass Florian sich seine Hände ordentlich wäscht, ja? Ja. Aber gibt's denn Essen? Na bald. Florian, Hände waschen! Der Florian ist nicht da oben. Was, wo ist er denn? Ich habe ihn hier vorhin sitzen sehen mit Wuschel. Ja, wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Und wo ist Susanna? Kind, 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 du machst Sachen. Warum seid ihr denn überhaupt zum Weiher hingegangen? Du weißt doch, dass du nicht allein zum Wasser gehen sollst. Aber Wuschel war doch mit. Wir wollten doch nur die Enten fragen, ob das Christkind schon bei ihnen war. Weil der Wuschel doch nicht sehen konnte. Aber die Enten? Die Enten haben nur geschimpft mit ihnen. So, quak, quak, quak. Quak, quak, quak. Dann hat er eine Wut gekriegt und ist los auf sie. Ach, so war das. Aber das Eis ist doch noch so dünn. Und da ist der Wuschel immer wieder eingebrochen. Ja, nun wollte Florian den Wuschel retten und ist der Florian eingebrochen. Dann bin ich rein und habe alle beide ans Ufer gezogen. Warum hast du mich denn nicht gerufen? Du, das ging alles so schnell. Ist die Eika gekommen, hat mich immer angestupst und dann ist sie plötzlich losgesaust. Dann bin ich hinter ihr her. Dieses Weihnachten werde ich so schnell nicht vergessen. Glaubt ihr, ihr kriegt meinen Wuschel wieder hin? Na klar, der Wuschel ist doch abgehärtet. Willst du mal einen führen? Mhm. Susanna, das vergesse ich dir nie. Stürzt dich für meinen Wuschel? Danke. Ach, hör doch auf. Bedank dich bei Eika, die hat mich doch geholt. Ich verstehe das nicht. Ich hab euch doch auch das Märchen erzählt, als ihr klein wart. Und ihr habt nichts angestellt. Vielleicht, weil wir keinen Hund in Augsburg hatten. Auch keinen Wald in der Nähe. Aber wenn wir damals schon hier gewohnt hätten, also ich hätte auch mit ihnen reden mögen. So von Mensch zu Tier. Hast du auch? Ja. So, hier kommt dampfender Lindenblütentee. Mit Honig. Oh, mein Wuschel. Der heizt ein. Ach, dank dir, Hertha. Bitte. So, und ihr beide wärmt euch jetzt mal schön auf und ich mache inzwischen die Weißwürst warm, damit wir bald essen können. Und nach dem Essen kommt das Christkindl. Kommt das Christkind jetzt? Das kommt ganz bald, mein Schatz. Ob der Wuschel dem Christkind gesagt hat, wie gut ich zu ihm war, sogar die Würstel habe ich ihm gegeben. Jetzt dürfen wir rein. Ah,
schön. Oh, ist der schön. Schaut, hier muss auch noch eine schöne Kugel hin. Schau mal, das findet Eike auch. Seht, jetzt hat mich Eike auch verstanden.